Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Wir hören jetzt rein bei Rin und Nina Chuba mit AMG. Ich dachte eigentlich, dass wir ein fettes Musikvideo bekommen. Bekommen wir, glaube ich, auch noch. Aber auf jeden Fall jetzt nicht um 0 Uhr. Ich denke, das wird morgen im Laufe des Tages kommen. Da werden wir dann auf jeden Fall auch noch eine Reaction zu machen, Freunde. Ich bin sehr gehypt. Ich bin gerade super am Nina Chuba-Fieber. Ihr neues Album liebe ich über alles. Letztens auf dem Release-Konzert von ihr gewesen. Hat sie live gespielt. Super, super schön gewesen. Rin habe ich auch schon einmal live hören dürfen auf einem O2-Event. Da war ich einen Meter von ihm entfernt und das war super, super schön, ihn da mal live performt zu hören. Jetzt beide zusammen. Ich freue mich drauf. Der Beat ist nebenbei auch noch gemacht worden von Mixo MacLeod. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall wieder ein bisschen Sternstaub rüber gesprinkelt. Ich freue mich drauf. Hören rein. Let's go. Damals hat man einen BMW oder VW getuned, aber doch nicht um Gottes Willen einen Mercedes. 2 Uhr morgens in der Schweiz, ich fahr wie Paul Newman. Alles zieht an mir vorbei, als ob ich vorspule. Mein Ohrjunge, legendär wie Serge Torjubel. Städte hassen mich. Boah, Junge, die Zeile ist so geil. Okay, ich muss dazu auch sagen, ich bin Bayern-Fan. I know, I'm sorry. Und Rin hat heute, glaube ich, noch in seiner Story gehabt, irgendwie ein Selfie mit Gnabry, was man einfach so legendär natürlich auch mal machen kann. Und er sagt jetzt, sein Oh Junge, seine Adlib ist natürlich diese Legendary Junge. Jeder kennt die. Ist so legendär wie der Torjubel eben von Gnabry. Serge Torjubel, Städte hassen mich, als käme ich von der Dorfschule. Ich brauche 50k passive Einnahmen, 12 Gänge Weinbegleitung und Beilagen. Dankeschön an DJQ für eure Einladung. Ich verspreche, ich werde das nächste Mal vorbeifahren. Boah, Junge, so ein Baller, Junge, so ein Baller. Ich werde das nächste Mal vorbeifahren, so. Mal sehen, wer weiß. Ganz kurz der Beat. Ich höre dein Album und wer gibt mir jetzt die Zeit zurück? Warum kann dir niemand sagen, dass das scheiße klingt? Mir tut der Dude leid, der irgendwann die Scheiße mischt. Meinetwegen hol dir Schreiber, die dich weiterbringen. Schütt Weihwasser übers Mic, ich bin nicht sündenfrei. Ich hab den Bachelor auf Rap, das ist keine Tüftelei. Junge, ich weiß nicht, was das im Beat ist, aber da ist auf jeden Fall eine ordentliche Ladung Sternstaub drin, Junge. Ich hab den Bachelor auf Rap, das ist keine Tüftelei. Für ein Festival steck ich mir 100 Bündel ein. AMG will eine Collab, kann das Sünde sein? Wir schreiben Geschichte eines Tages. Junge, das ist das, was wir in der Hörprobe schon gehört haben. Und Nina passt so gut rein hier. In Träume, die schon wahr sind, alles andere liegt begraben. Magisch. Wir schreiben Geschichte eines Tages. Ich hab ehrlich Gänsehaut. In Träume, die schon wahr sind, alles andere liegt begraben. Dieser Stranger Things Sound, Junge, ist so gut. Ich nenne ihn einfach mal so. Ihr checkt, was ich meine, ne? Im Beat. So gut. Jetzt. 4 Uhr nachts im Bad, ich fühle mich wie Whitney Houston. 3 mm Haarschnitt wie ein Britney Double. Bin in Andermatt und nicht mehr in der Kifferbude. Du kannst mich in den Charts, aber nicht auf Tinder suchen. Es ist Nebel in der Booth, ich mach das fest. Ey, ganz kurz, Rin auch so sympathisch. Wenn ihr mal so einen richtigen, ganz, ganz gechilltes, nicht mal ein Interview, eine ganz gechillte Konvo. Wer sagt Konvo, Junge? Bro, es tut mir leid, dass ich so weird champion, ganz ehrlich. Eine ganz entspannte Unterhaltung von Rin sehen wollt, check gerne den Edeltalk-Podcast ab. Gebt einfach Rin, Papa Platte ein, dann kriegt es direkt. Die haben einfach gelabert und das war so auf so einer entspannten Ebene, wo man auch nochmal gecheckt hat, wie sympathisch und entspannt Rin ist einfach. Fenster auf, zeitlos, was ich mache, muss auf Bänder rauf. Bin mit MacLeod in der Küche, sorg für Gänsehaut, bringe Opfer für... for real, Junge. For real, es ist actually so, man. Oh. MacLeod in der Küche sorgt für Gänsehaut. Bringe Opfer für das Album wie im Tempelbau. Mein Vater kam im Zug, musste aus dem Koffer leben. Heute kauft sein Sohn eine Immo in der Bonzen-Gegend. Dass ich immer noch normal bin, nenne ich Gottes Segen. For real, Junge, da, so kommt Rin auch 100% rüber. Ihr könnt es mir nicht stehlen, denn es war Gott gegeben. AMG heißt, wir sind Ausländer mit Geld. Als ich klein war, wollte ich... Digga, das ist for real so, ne? AMG, Ausländer mit Geld. Jeder hat das früher als Kind so abgekürzt, ne? Oder als Jugendlicher so. AMG, Ausländer mit Geld. Auch was bestellen. Ich war so neidisch, wollte raus in die Welt. Heute bleib ich drin und geh nicht raus, es ist hell. Wir schreiben Geschichte eines Tages. So gut. Träume, die schon wahr sind. Alles andere liegt begraben. Oh, ich hätte es mir noch mal gewünscht. Ich hätte es mir nochmal gewünscht, dass sie nochmal beschreiben Geschichte, dass es nochmal kommt. Jetzt wisst ihr, jetzt kannst du nur einmal, dass es nochmal in derselben Länge kam wie beim ersten Mal. Aber beim ersten Mal, ganz kurz, beim ersten Mal, es hat so gepoppt von Nina Neche. Du leid der irgendwas, Rap ist keine Tüftelei. Für eine Collab kann beschreiben.
Geschichte eines Tages. Leben, Träume, die schon wahr sind. Alles andere liegt begraben. Das hört sich so vom Sound her. Das ist so ein Sound, Junge, wo. Keine Ahnung. Vor diesem Sound braucht sich Deutschland in der Musikgesellschaft nicht verstecken, wisst ihr? Also das ist so ein gutes Aushängeschild, finde ich. Das ist so ein Ding, wo auch andere Länder mal rüberlinsen nach Deutschland und gucken, aha, was haben die denn für einen Sound hier am Start? Das ist jetzt ja aber mal kurz ein Fernglas rausgeholt, wisst ihr? So ein Sound ist das, wo man so richtig stolz sagen kann, ja, wir haben so eine geile Mucke hier am Start. Sage ich euch, wie es ist. Ey, ich freue mich super doll auf das Musikvideo, was hoffentlich noch kommen wird. Vielleicht ist es auch auf irgendeinem random komischen YouTube-Kanal hochgeladen worden, aber auf jeden Fall nicht auf den drei, den ich jetzt vermutet hätte. Deswegen keep me da gerne geupdatet, falls irgendwann noch ein Musikvideo online kommen sollte, dass wir da auf jeden Fall noch ein Video zu machen. Vom Sound her top, einzige Manko, Song ein bisschen zu kurz. Ich brauche doch ein bisschen mehr. Ich brauche doch mehr von dem geilen Scheiß, ja. Ansonsten, wie gesagt, Alleinstellungsmerkmal irgendwie, sowohl vom Mixo McLeod, vom Sound her, aber auch von Rin her. Nina hat super gut reingepasst. Ich hätte mir am Ende noch ein bisschen mehr von ihr gewünscht. Ansonsten bin ich aber sehr, sehr happy geworden damit. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden und glücklich, Freunde. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.